Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Gesurtag. Und wie man sieht, er ist auf dem Turm hinten im Hangar. Den Anflug brauche ich, glaube ich, nicht mehr zeigen. Ich kann nur mal zeigen, wo er steht. Hier hinten einmal auf dem Geländer bzw. auf der Treppe ist er dann einmal. Und zuerst erstmal nochmal schnell frohe Weihnachten. So sieht es nämlich aus. Hoffentlich hat so auch schöne Sachen dabei. Heute am ersten Weihnachtstag sollte das auch so sein. Hoffentlich hat Bungie das auch bedacht. Und hat es jetzt nicht außen vor gelassen. Ja, und sonst gibt es was Neues. Nö, der Anbruch läuft langsam voran. Anbruchstimmung will keiner so wirklich verbreiten, weil zu wenig Content. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem ist Usur da. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir dann hier mit meine der Bewegungen Quest? Kann ich nicht völlig kontrollieren. Aber für dich. Ja, immer noch 7 von 10. Da musst du mir nochmal schnell eben irgendwo hin was abgeben. Gut, ich vergesse. Muss ich auch noch holen. So, Usur ist da. Und nicht vergessen, erst das kaufen, was steht, was ihr nicht habt, und dann erst das in Gramm ziehen, falls ihr noch nicht alles habt. Die könnt ihr übrigens mit 3 reinschauen, was mit 3, was mit Häkchen noch nicht fertig ist, würdet ihr jetzt bekommen und raustroppen. Also wenn ich jetzt hier Glücksbeere nicht hätte und ich würde jetzt das in Gramm ziehen, würde halt eben Glücksbeere raustroppen. Kostet 97 legendäre Wurststücke, ziehe ich dann gleich am Ende noch, weil beim Jäger fehlen mir noch die Ophäus Rig mit besseren Gesamtwerten. So, exotische Ausrüstung haben wir hier einmal. Darcy, Scharfschützengewehr. Mit folgenden Perks. Verlängerter Lauf, dann vergrößertes Magazin. Einmal Ziel erfasst und hier einmal Halbschaft. Es gibt auch einen Katalysator. Habe ich noch nicht fertig gemacht, aber es gibt einen. Und dann natürlich noch ein paar Ornamente. Und zwar habe ich einmal hier, sieht sauber aus. Sieht ein bisschen aus wie Knight Rider. Und dann habe ich hier einmal Cyber Intellect. Sieht auch ganz gut aus. Also die Ornamente gehen, klar, die Waffe wird nicht viel gespielt, eigentlich gar nicht. Aber wenn die in der Sammlung fehlt, auf jeden Fall ziehen und ja, dann 29 legendäre Bruchstücke bezahlen. Dann haben wir hier einmal der 6. Kyoto Brustschutz, hier einmal getrimmt auf Leere. Gesamtwert 64 ist okay. Stärke extrem erhöht, Erholung auch ein bisschen, also gar nicht so schlecht. Kostet 23 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir nicht einmal hier Doppelausweichen. Du erhältst eine zweite Ausweichladung, eigentlich gut für PvP, würde ich sagen. Und es gibt auch Ornamente, oder? Gibt es Ornamente? Nö, irgendwie nicht. Oder buggt das gerade? Irgendwie buggt das gerade. Moment. Jetzt. Ne, nur Shader. Okay, alles klar. Hat gerade ein bisschen gebuggt. Da haben wir einmal Escherne Totenwache. Hier einmal Panzerhandschuhe für den Titan. Getrimmt auf Solar. Gesamtwert 64. Auch ganz gut. Belastbarkeit erhöht, Erholung und Intellekt und Stärke. Auch gut verteilt. Gar nicht schlecht eigentlich. 23. Alle Rüstung kosten 23 Dinger der Wurststücke. Da haben wir hier einmal, es geht heiß her. Fusionsgranaten explodieren beim Aufprall und erlangen erhöhtes Wurftempo. Todesstöße mit Fusionsgranaten gewähren Granatenenergie. Ja, wird auch nicht wirklich gespielt, aber wenn dann für PvE, würde ich sagen. Also, ich habe die jetzt noch nie gespielt. Ich habe die jetzt noch nie gesehen. Gibt es eigentlich Ornamente? Nein, auch nur Shader. Da haben wir hier einmal Karnstein-Armbinden für den Warlock. Hier einmal getrimmt auf Leere. Gesamtwert nur 60. Erhöht es hier Belastbarkeit und Intellekt. Der Rest ist so ein bisschen verteilt. Auch nicht so gut. Kostet auch 23 legendäre Bruststücke. Da haben wir einmal hier Umarmung des Vampirs. Nahkampf-Kits stehen sofort einen großen Teil Gesundheit wieder her und heilen für eine kurze Zeit weiter. Also auf jeden Fall ganz gut für PvP. Ja, das sind die ganzen Sachen. Hier unten stehen noch einmal die Quest von Sur, um hier einmal den Code zu bekommen. Die sollen wir natürlich noch mitnehmen. Und jetzt ziehen wir erstmal noch ein kurzes Engramm. Danach hole ich nochmal die Geschenke ab. Aber nicht in diesem Video. So, der 6. Kyoto bekommen. Ja gut, der ist gleich direkt raus hier. Ich war auch nicht genug Platz. Plus Verbesserungskern. Mal gucken, was das Ding für Perks hat. Oder für Gesamtwerte, mal schauen. Gesamtwert 66 auch nicht schlecht. Der Rest ist eigentlich auch gut verteilt. Gar nicht so scheiße. Also, ja, passt. Ist okay. Will man so sagen. Ja, das war Xur heute. Geht ja schnell. Und sonst, wie gesagt, spielt das andere Event. Macht noch die Sachen fertig. Macht die Quests fertig. Lootet überall los, wo ihr looten könnt. Ich wünsche euch guten Loot und noch schöne Festtage. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Support. Tschüss.